So, Moment, wie war das mit dem Glas gewesen? Weiß ich nicht mehr. Ach, statt die Panels kriegst, brauchst du Ja. 6 Glas. Ach ja, 6 Glas, okay. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, die Mining Turtles tue ich mal in die Kiste, weißt du das? Wartet mal. Weil das wissen wir nix. Sechs Glas, alles klar, das reicht. So, 16 Panels, wunderbar. Können wir nämlich hier mal dicht machen. Drüben haben wir einen Dreier und hier haben wir einen Zweier, ist auch blöd, oder? Sieht denn besser aus? 3, oder? So, okay. Hier haben wir so Monsterzeugs und Seeds drinne. Hier sind auch noch Steine. Okay. Okay. Also drüben ist nicht mehr. Drüben ist gar nichts mehr. Ja. Gut. Was haben wir da jetzt am Holzkohle am Start? Warte mal, ganz so viel brauchen wir dann doch nicht. Du bist auch geil, was die Tür lässt zermieren. Ey, du blöder Arsch. Ich hab nur noch eine Axt. So. Was Asse? So, Kartoffeln, Bretter Marco gerade durch. Steine, das reicht dann erstmal. Jawohl, letzte Energie können wir ja noch nutzen. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ne. Ich gehe jetzt Diamanten suchen. Ernsthaft? Ja. Du gehst Dias suchen. 2 Stück. Gut, Aber dann, dass sie einen Schankloader machen können. was mache Kannst du ich? jetzt in der Zeit ein paar Endermans also jagen gehen? Wir haben schon einen Diamant. Ja, doch mal gesagt. Noch 2. Noch ein? Nein, 2. Nein, noch ein? Nein. Zaubertisch kostet aber nur zwei. Aber hast du mal die Enderperle gesehen, zufällig? Ja, Hammer. Gut. Ja, die ist in der Kiste zwischen den Crafting Table. Alles klar. So. Canvas Back ist auch leer. Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Fackel aufhängen. Hier auch noch 2 Stück. So, und dann passt das. Ist erstmal helle hier drinne. Okay, geräumige Bude auf jeden Fall. So, wer will Stress? Keiner. Gut. Doch. Ich brauche erstmal wieder ein kleines Schwert. Das nützt jetzt alles nichts. So, ein Schwert. Haben wir noch sonst noch irgendwelches Holz? Haben wir auch noch dabei. Wenigstens mal noch 4 Stickies machen. So. Das Glas brauchen wir jetzt hier auch nicht. Holzkohle. Holzkohle hat man hier. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, das Eimerli. Brauchen wir auch nicht. Ach, Holztreppen brauchen wir auch nicht. Holztreppen brauchen wir gerade auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, mal ein bisschen Ordnung in die Bude hier bringen. Monsterzeugs brauchen wir auch gerade nicht. Was mir gerade auffällt, Nee. ich gehe meinen und habe keine Fackeln bei. Coole Scheiße, Alter. Ich muss feststellen, du hast es immer wieder drauf. Ach, Marco.
Ja, ich schieß den Vogel immer ab. Ja, erst laufen uns die Parts aus, dann geht er mein ohne Fackeln. Also du bist wirklich ein Held vom Erbdorfheld. Und ich werde hier vom Himmel von der Spinne angegriffen. Kann der Wunsch wahr sein. Enderman. So, aber ich werde mal eins tun. Und zwar, ich werde mal noch ein paar Bäumchen hier aus der Verankerung reißen. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Von der Freundin von mir, das coole ist ja, wo ich Geburtstag hatte, ne? Mhm. War mal Spare Ribs All You Can Eat essen. Ach du Scheiße. also quasi auch an dem Mittwoch, wo ich Geburtstag hatte. Ja, Spare Ribs All You Can Eat für 8,50. Also das ist mal eine Hausnummer, oder? Ja, vielleicht war es Pferdefleisch, ja? Nee, ist richtig gut. Also richtig, richtig gut. Mit so Kartoffelecken und Soßen dazu und alles, also total genial. So, und da waren wir Spare Ribs essen. Ich weiß auf jeden Fall. Ja. Und eine Freundin von mir, die hat mir auch gleich noch, mein neuer Zockerraum ist ja auch fertig. Habe ich ja auch euch noch nicht vorgestellt, quasi. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Ich denke mal eher nicht. Ich weiß es nicht. Weil die Nachfrage danach kam auch nicht von daher. Aber ist egal, die hat mir erstmal einen schönen Tittenkalender geschenkt für 2014. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Und deine Freundin so. Na, meine Freundin gleich, den darfst du jetzt aber noch nicht aufhängen. Titten raus! Sommer! Ja, Titten raus, Sommer. Jetzt könnte ich einen ganz fiesen Witz bringen. Solange keine Polen mehr ist. Nee, aber wo Brad Pitt das zu Angelina Jolie gesagt hat, hat sie das wohl falsch verstanden. Ach so. Ja. Titten raus, Sommer. Na gut, den lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen. Da war ein bisschen fies, aber naja, mein Gott, für die flachen Dinger bin ich ja bekannt, ne? So. Also nicht für die flachen Titten, für die flachen Witze, ne? So, bevor ich mich um Kopf und Kragen red, halte ich lieber die Fresse jetzt. So. Ach, die Axt schon wieder gleich im Arsch, Mensch. Die Steinäxte sind auch nicht mal das, was sie mal waren. Die von früher, die waren viel besser, weißt du? Hat Opa schon gesagt, die Äxte von früher. Die haben mich noch gehalten. Ja. Haben wir Erde bei? Das sieht doch gut aus. Mal gleich mal das Loch hier stopfen. So. Wir machen das natürlich ordentlich, machen nicht nur die Oberfläche dicht. Nein, da wird bis nach unten aufgefüllt. So. Damit der nächste Creeper wieder ein schönes Loch reinreißen kann. Dieser alte Wichsgriffel. Holzkohle? Nee, ja doch, Holzkohle wollten wir. Das können wir raustun. Das können wir raustun. Okay, einmal. Zweimal. Reicht auch so viel. So, und ich brauche schon wieder eine Axt, Mann. Ich glaube, ich werde mir mal gleich zwei Stück bauen hier. Schreist du ganz laut, wenn du Diamanten findest? Ja, mal schauen. Oh, hier schön Saplings. Die sammeln wir mal ganz brav alle ein. Wenn die schon so gescheit vom Himmel fallen. Saplings, so, zack, 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 alle eingesammelt. Und bist schon in die Tiefen der Höhlenforschung vorgedrungen. Ja, ich renne hier halt im Dunkeln rum. Ja, coole Scheiße. Ohne Waffen, ohne Rüstung. Weißt du was? Du findest Diamanten und dann kommt ein Creeper um die Ecke und sprengt dich in die Luft. Ist ja nichts Neues. Genau das wird passieren. Das wäre ärgerlich. Oh, der Judas auf der Höhe, wo ich jetzt gerade bin. Gibt's ja keine Diamanten. Was sagst du? Gibt's ja Redstone. Und wenn du halt diesen Redstone-Block anklopfen tust, also jetzt nicht abbaust, nur anklopfen tust, dann fängt er an zu leuchten. Ja,
spart man sich die Fackel. Du bist ein Fuchs, ne? Ja. Nicht nur roten Schwanz. So, flup flup. Das haben wir auch wieder. Zack, zack, zack. Meine Güte, wie viele Bäume habe ich denn gepflanzt? Das ist ja nicht normal. So, die hauen wir mal alle weg jetzt, sammeln mal die ganzen Saplings ein und dann können wir uns ja mal irgendwo einen Wald anlegen. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Im Endeffekt wird es ja wieder eine automatische Baumfarm. Falls wir die überhaupt brauchen. Mm. Also diesmal werden wir definitiv keine Biomasse mit Saplings herstellen. Falls wir die überhaupt benötigen. Ach, das kann man auch Spaß machen irgendwie. Aber nicht wieder mit Saplings, oder? Oder wenn, dann diesmal komplett automatisiert. Na, sagen wir mal so, wir könnten halt Bäumchen züchten. Dann kannst du halt diese Biogasmotoren, die kannst du dann mit Seedöl betreiben. Hm. Also da brauchst du dann keine Biomasse mehr. Okay. So. Reichlich Holz schon wieder eingesammelt hier. Reichlich, reichlich, reichlich. Und Saplings ohne Ende. Und hier stehen aber auch noch Haufen Bäume. So, den hauen wir noch weg. Und dann, wie viel haben wir denn schon wieder? Ach, über ein Stack. Mensch, gibt's ja gar nicht. Ja komm, da können wir hier den auch noch weghauen. Und den anderen und den anderen und den anderen. So, wie stehen denn hier überhaupt noch rum? Zwei Bäume, na die lassen wir nicht stehen. Drei Bäume. Auf welcher Ebene bist du denn? 10. Oh, da hast du aber schon runtergekämpft. Nö, ich hab dieses Loch benutzt. Ach so. Dann war ich ja schon auf Level 17. War da höhentechnisch was? Gleich? Wie höhentechnisch? Also ich hab mir an so einen Gang runtergebuddelt auf 10. Ja. Zack, 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 zack. So, flup, 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 flup. Alter, hier fliegen Saplings rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn das Dias wären. Wäre nicht schlecht, das Specht. So, da haben wir schon wieder ein Stack Saplings fast zusammen. Gibt's ja gar nicht, wo kommen denn die alle her? So, okay, gehen wir erstmal zurück in die Hütte. Ich habe schon noch Holz gesehen. Den Rest können wir ja nachher noch holen. So. Erstmal noch ein bisschen Holzkohle herstellen, nicht? Das ist durchgebrannt, wunderbar. Auch durchgebrannt, wunderbar. Gut, und meine Picke hat sich jetzt gerade verabschiedet. Und keine Diamanten hier. Ach, ist ja kacke. Aber dafür ein bisschen Redstone, ein bisschen Kohle. Ja, ist ja zumindest ein Wehmutstropfen. Und ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Eisen. So. Oh, ich stehen auch noch welche. Oh, deine Spinne hier weg. Scher dir. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir brauchen Rohstoffe, Mann. Da habe ich gedacht, mit den Mining Turtles, diesmal kommen wir ein bisschen schneller voran, aber wird schwierig.